Dieses Kaiser-Wilhelm-Denkmal wurde von 1892 bis 96 errichtet und liegt oberhalb der ostwestfälischen Stadt Porta Westfalica im nordrhein-westfälischen Kreis Minden-Lübbecke. Im Inneren des 88 Meter hohen Denkmals thront auf einem Sockel stehend die mächtige Statue Wilhelm I., der als Kaiser von 1861 bis 88 regierte. Dies ist eines seiner vielen Denkmäler, die zum Beispiel auch am Deutschen Eck in Koblenz, im Kyffhäuser, in Goslar und so weiter zu finden sind. Dieses und viele weitere Monumente wurden aber erst durch seinen Nachfolger und Enkel Wilhelm II. Errichtet. Wilhelm I. war zu Lebzeiten stets dagegen, obwohl diese Epoche zweifellos zur deutschen Zeitenwende des 19. Jahrhunderts gehörte. Denn sie führte auch als Folge des Deutsch-Französischen Krieges zur Einigung des Deutschen Reiches. Andererseits hätten all diese Verdienste eigentlich dem Günstling Otto von Bismarck, dem ersten Kanzler des Deutschen Reiches, zugestanden werden müssen. Denn der war stets Dreh- und Angelpunkt und Macher bei und nach vielen wichtigen Entscheidungen, die letztendlich vom Kaiser selbst getroffen werden mussten. Das Ende der Kanzlerschaft Bismarcks kam jedoch ebenso rasch wie der Anfang Wilhelm II., der 1888 den Thron bestieg. Der wollte anders als sein Großvater persönlich regieren und beendete daher die für ihn unbequeme Kanzlerschaft Bismarcks. Wilhelm II., dem man als Lebemann politische Unfähigkeit nachsagte, versuchte, die Monarchie insofern zu festigen, indem er das Land mit vielen Denkmälern zu Ehren seines Großvaters überflutete, womit er auch den Beinamen Denkmalwilli erntete. Die Präsenz Wilhelm I. posthum war durch den Bau dieser Denkmäler von außerordentlicher Bedeutung, denn am kaiserlichen Thron rüttelten bereits die Kräfte der aufkommenden, wachsenden Demokratie. Damit sollte zwar die kaiserliche Herrschaft und entsprechend die Monarchie gefestigt werden. Jedoch nach Beendigung des Ersten Weltkrieges wurde sie dann doch endgültig abgeschafft. Hallo, da bin ich wieder. Und hat es euch gefallen? Und ja, dann lasst ein Abo da. Denn dann könnt ihr mehr über meinen Kanal erfahren. Und auch würde ich mich sehr über einen Kommentar freuen. Euer Robbie.